Schorsch, Leute. Willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil. Das letzte Mal haben wir ja hier aufgehört, wo ein Brunnen ist, offenbar. Was mehr aussieht wie der Aquaring, bei dem wir das eine Mal waren, wo wir Haie aufs Trockene gelegt haben. Aha. I see. I see. Und wo führt das hin? Lässt sich nicht öffnen. Ja, Mensch. Gut, dass ich die beiden Medaillen habe. Gut, dass ich dafür jetzt einmal Backtracking beantragen darf. Oh, boy! Hey, nach Tara. Na, Barry, noch da? Alles cool, alles frisch? Alles frisch im Höschen? Ja, okay, gut. Dann geh ich mal weiter. Ich muss nämlich nochmal hoch. Ich muss was mitnehmen. Ich beantrage Backtracking und so, ne? Das ist I don't mind. Das Schlimmste ist, wenn du Resident Evil 4 so oft gespielt hast wie ich. Es wird... es ist einfach dann so ein Luxus, den du auf einmal nicht mehr hast. Sag dem Motto, oh mein Gott, Schlüsselitems sind geregeltes Inventar, die du so nicht mit dir rumschleppen musst, you know what I mean? Und hey, altert, es geht. Deswegen, das fängt man dann an, irgendwo zu vermissen. So, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich die beiden Medaillons, ey. Einmal dich. Und die Wolfsmedaille. Und ich weiß nicht, wieso. Weil das sah nämlich sehr, sehr, relativ sehr mechanisch da aus. Ich nehme mal am besten... Nehme ich die Modiskette auch mit? Ich nehme sie mal... Na, wenn ich was finde nachher, stehe ich nachher wieder doof da. Dann stehe ich nachher wieder doof da. Wegen diesen schnüffelnden Kids. Ja, manchmal muss man sich auch vorstellen, das Stars-Team ist einfach nur wie die Mystery Inc. von Scooby-Doo. Und Barry ist Scooby-Doo. Okay, Barry ist nicht Scooby-Doo. Wer Barry? Barry wäre aber auch nicht Shaggy. Fleischfield kann nicht Shaggy sein. Fleischfield ist zu beefig dafür. So, this does not work. Es sei denn natürlich, wir reden hier Resident Evil 1, Redfield Chris. Klar, der ist noch nicht so beefig. Der könnte durchaus Shaggy sein. Und warum frage ich mich solche Sachen? Ach ja, Downtime. Da war ja was. So, wo... Ah, hier. Eine Symbolform eines Wolfes. Oh. Klink. Klinkies. Und dann einmal... Da? Ja, okay. Rein damit. Oh, geil. Cutscenes aus der N64-Version. Sorry, aber das ist jedes Mal. It's every time. Und dann dieser Vergleich jedes Mal. Dieser Sprung. Ich weiß, es ist Nitpicking, was ich hier betreibe, aber... Jesus Christ! Das kann doch nicht so schwer sein. Kann doch nicht so schwer sein, fucking Cutscenes dann auch nochmal wenigstens ein kleines bisschen zu modeln. I mean, seriously. Das sieht dann immer aus, als hättet ihr N64-Grafiken in ein fucking HD-Remake gestopft. Auf dem Schild steht, öffne nur im Notfall möglich. Lass mich raten, ich muss mir jetzt erstmal einen Notfall erschaffen. How to build a Notfall und so. Hat einer von euch irgendwie einen Notfall-Notfall-Kit? Oh, Farbbänder. Gleich du. Okay, die Musik ist genuinely creepy. Und da mir das Spiel ja sagt, komm, geh mal speichern, gönn dir. Gönn ich mir auch. Dann gönn ich mir. Ich meine, warum nicht? Wenn das Spiel mir 3 Farbbänder gibt, da habe ich jetzt immer noch 4 über. So yeah.
Und die Musik ist hier... Ja, doch, die ist creepy. So, Farbbänder. Ich nehme jetzt einfach mal die Mo-Disc einfach mal mit. Ich habe so das Gefühl, ich werde sie brauchen. Habe ich die überhaupt mal überprüft? Es ist eine Pastasol 1200. Eine Artbook-Diskette zu sein. Artbook-Diskette? Kriege ich jetzt hier Boni oder was? Ich nehme sie mal mit. Ich habe ja gerade den Platz. Okay, dann wollen wir mal. Unser Leben ist gesaved hier unten. Ich finde es nur geil, wie jetzt das Spiel auf einmal sich sagt so, boah. Oh, Kerosin. Gibt es hier wieder... Ja, es gibt hier wieder ein paar mehr von euch. Jetzt ist die Frage... Nehme ich wieder Feuerzeug und Dings mit und bekämpfe die? Ich glaube, ja. Wenn hier wieder Zombies sind und keine Hunter. Ja, ich glaube, dann wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn ich was hätte, um diese Freaks permanent auszuschalten. Nur um mir Backtracking zu erleichtern. Dann nehme ich nämlich meinen Treibstoffkanister wieder mit. Und mein Firestick. Sofern ich ihn finde. Ah, hier, okay. Bingo. Ich habe gerade gedacht, der steht da vor dem Durchguckloch. Und guckt schon rein, so, hi. Hi, wie geht's? What? Ich habe mehr als genug davon, Dude. Burn. Burn, Motherfucker. Hier ist, glaube ich, noch genug Kerosin. Ist noch Kerosin da? Okay, ist mit Kerosin gefüllt. Nice. Spiel will, dass ich Leute anzünde. Also zünde ich Dinge an. Damit kann ich arbeiten. Grünes Kraut. Ich lasse es erstmal liegen. Ich lasse es liegen für Notfälle. Hi. Na? Über Crits würde ich mich, by the way, auch freuen. Brauchen sie jetzt nicht. Spiel, verarsch mich nicht. Ja? Zünd ihn einfach an. Weil hier werde ich wahrscheinlich nochmal backtracken müssen. So dann und wann mal. Noch eine Diskette. Well, fucking dandy. Weil deswegen will ich nicht, dass die beiden mir hier irgendwie in die Quere kommen. You know? Wenn ich hier nämlich backtracken muss, habe ich eventuell irgendwann ein ziemliches Problem. Wenn mir auf einmal dann auf halbem Leben zwei Crimson Heads entgegenkommen. Und hier sind offenbar noch mehr von denen. Yep. I thought so. Oh, fuck. Jetzt wollt ihr es aber, hä? Na, komm. Will mich doch. Du willst mich. Du wolltest mich nicht genug. Dein Pech. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach wild gedrückt. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe einfach wild gedrückt. Ich habe immer noch mehr als genug Munition. Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist auf einem Schloss eingraviert. Okay, warte mal. Hier ist eine Tür verschlossen. Hochspannungssymbol. Nur für absolute Action-Thriller. Ja, die beiden Deppen ignoriere ich jetzt mal. Also, die beiden sehe ich jetzt nicht als Problem. Magnum-Muni. Lecker. Ja, und schon muss ich gleich wieder Backtracking betreiben, wenn ich hier irgendwas finde, was ich benutzen muss. What? What? Fakt. Notiz eines Forschers. Gründet Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus Mutanten und Genome im Körper des Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts ging einigermaßen in einem stabilen Ruhezustand, über dem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die gelegene Zusammenstellung des Körpers. Ergo Zambi. Er wird mutiert allerdings zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diese Wesen gegeben. Besonders bemerkenswert sind diese Geschwindigkeit und erstaunliche Muskelentwicklung. Ja, okay, das erklärt die Crimson Heads. Viele unserer Forscher sind beim Versuch, sie zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Have you ever tried a stick?
and a cage. Und just a stick. Okay. Das ist eine Art Blutköpfe. Okay, da gefällt mir die englische Version besser. Crimson Head. Ist ebenso gefährlich und kostbar. Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was wir... okay. Wir beschlossen, wir sie in den gefrierenden Körper in den Keller des Reiters einzusperren. Ah, das erklärt Crimson Johnny. Are you serious? Login. Habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 versucht? Okay, nee, das wird nichts. Ups. Zurück? Ach, Escape. Ja, ohne Passwort komme ich hier nicht weiter. Okay, das ist schon mal das. Hier ist noch ein kleiner... Oh Mann. Reihe von Chemikalien, noch nie gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, Jill, ich sehe es von hier aus leuchten. Ja. That's just great. Was für Optionen bleiben uns dann noch? Da die Tür, vielleicht kommen wir da durch. Ich bezweifle es, aber man kann es ja mal versuchen. Oh boy. Hi. Du willst mich nicht zufällig einfach freundlich vorbeilassen, oder? Oh, du bist aber ein aggressiver Freund. Ja gut, dann... Ja, du hast es. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Das hast du dir selber zuzuschreiben, mein. Jetzt haben wir nicht der andere Kerl. Nee, wartet er nicht, okay. Braver Junge. Wait a second. Das ist noch ein anderer Raum. Scheiße. Okay, ich kann ihn noch mehr tragen. Okay, das ist hier wirklich creepy. Ich gehe einmal zurück und bring mein Zeug weg, beziehungsweise die Diskette und die Magnum-Muni. Ich meine, ich könnte hier bald mit der Magnum rumrennen und mir sagen so, boah, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ihr Loser. Ich hab ne Magnum. Aber gut. Ja gut, hier brauche ich ja keine Angst zu haben. Hier habe ich ja alle Gefahren beseitigt. Zudem habe ich hier Kräuter bis zum Erbrechen. Ach, auch dieses elektrische Verriegelungsding. Okay. Das heißt, hier fehlt also der Saft. Ist noch Kerosin da? Noch die etwa die Hälfte. Och ja. Haben Kerosin mit Kerosin gefüllt. Nice. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. So, jetzt haben wir zwei von diesen Disketten. Oder mal gucken. Hier, packen wir zu der anderen Mo. Genau. Ja, so aktuell, ich möchte nicht ohne meinen Granatwerfer losgehen. Das gibt mir einfach ein besseres Gefühl. Um ehrlich zu sein. Solche Granaten waren ja jetzt auch nicht solche Mangelware. Ich meine, davon hatte ich eine Menge gehabt nachher. Jetzt gehen wir nochmal in diesen Eingang und gucken uns da mal genauer um. Mal gucken, was da so wartet. Die Musik ist ja auch dezent, ne? Nur mal so nebenbei. Okay, wir bräuchten also ein Passwort und einen Login-Namen. Ich lasse das Ding mal liegen da. Man weiß nie, wozu man das mal braucht. Ich weiß nie, wozu man mal ein Erste-Hilfe-Kit braucht. Sind das X-Rays? Röntgenbild. Lass mal kurz liegen.
Hier ist ein Schalter. Drücken. Ach, schau mal einer, guck. Röntgenbilder. Ein Teil glüht rot. Jetzt sag mir nicht, ich muss hier Dr. Bibber spielen. Nimm mal das. Nimm mal natürlich auf eine Aufmerksamkeit. Natürlich spielt schon gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen sie Initialen alphabetisch geordnet werden. Was? Oh. Hey, Lauren. Das ist ein Platz im Anhänger des Röntgenbilds. Ich prügel das da erstmal rein. Was ist das für eins? Okay, das ist die Lunge. Ja, nimm mal wieder mit. Hier kann ich nicht mal sehen, was... Der Darmbereich, oder? Ja. Small Intestines. Es sei denn, es sind die Large Intestines. Das kann jetzt natürlich beides sein. Was ist das hier dann? Sieht auch wie Lunge aus. Looks like Lunge. Das ist der zweite Account von Looks like Link, das weiß noch keiner. Warte mal. Ein Stück gekritzelt. Müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Jetzt ist die Frage. Alex Becht? Clark David? Nee, das lass mal. Ed Fischer? Das hat nichts mit den Organen zu tun. Das sind einfach nur deren Insassen. Und Gail Holland? Nein. Das ist doch richtig so. CD? Ja. Ne, alles richtig. Brief des Forschers. Meine liebe Ada. Ada? Nie zu tun. Diesen Brief war jetzt mit einem Menschen, der einst kannte. Heute in den Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Das sagt man mir auch andauernd, aber das ist, something different. Es treibt mir am Rand des Verstandes, also meine Beforschung schickt und denke, hey, würde geben, um jemanden zu werden. Ich weiß, bin identifiziert, wenn es ein Überlebende sein sollte, ich bitte mit visuellen Daten. Aktiviere dann die Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Stell den neuen von der Pfanne. Falls nochmal alles funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. I see. Ja, es gibt einen Grund, dass sie das haben, aber deren... Was ein weiteres Passwort im Tür, Kelleretage 2 zu öffnen, waren visuelle Daten. Sicherheitsmaßnahmen habe ich im Passwort ein Röntgenbild verschlüsselt. Kenne ich, dass du hier schnell rausbekommst. Ja, letzte Bitte an dich. Ich öffne mal was in diesem Zustand. Ja, löse bitte meine Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. Liebe John. John Ada. Warte, was ist, wenn ich das jetzt hier wieder ausmache? Hä, Moment mal. Also war ich jetzt doch nicht schlau, also war ich jetzt doch dumm. Ed Fischer, Gail Holland. Ich kann ja sowieso nur die beiden ändern. Das hier kann ich ja gar nicht... Nee, die kann ich ja gar nicht ändern. Deswegen... Das sind sie ja. Wir gehen erstmal weiter. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Wirklich die Organe, aber ich. Das kann ich ja nicht mal wirklich. Weil. Die Tür ist verschlossen. Es ist irgendwie.
Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn Fleisch fehlt, nur hier wäre. This baffles me. Weil ich kann ja nur... Das wäre ja ein merkwürdiges Rätsel eigentlich. You know? Weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie du die Dinger da anordnen kannst. Und wenn wir jetzt nämlich hier mal gucken... Kann ich das jetzt nicht mal mehr mitnehmen? Ich meine, ich kann es ja mal. Jetzt ist es andersrum. Moment. Moment. Nee, das haben, hat wirklich nur die beiden getauscht. Okay, gut, ich wollte gerade sagen. Nee, das ist doch, müsste so stimmen. Deswegen, das ist gerade... Zumal, es muss ja irgendwo da was Rotes immer sein. Das Schlimme ist, ich erkenne da meistens gar nichts. Kann nur die beiden ändern und das sind sowieso. You know what I mean? You know, man? Also ja. Was leuchtet bei dem rot? Keine Änderung. Ja, jetzt glühen die alle rot. Von daher, das muss so stimmen. Das kann ja nicht, ne? Das macht gerade so zu viel Sinn. Hier leuchtet es jetzt auch rot. Hier leuchtet es auch rot. Das ist die Leber. Lunge. L-U, L-E, ja, also das macht schon Sinn. Das ist hier... Warte mal, wie hieß das hier? So, Speiseröhre, ne? Ja, ist Esophagus. Ich war noch nie gut in Bio. Sorry dafür. Und da müsste das im ersten nämlich der Kolon sein. Sieht nämlich auch ganz danach aus. Ja, der glüht rot. Das ist also... Es ist so also richtig. Ach, nee. Komm, lass liegen. Das ist... Ja, gut. Ja, das... Das muss so richtig sein. Das ist sowohl mit den Initialen richtig, als auch von den Organen. Also die sind jetzt richtig drin. Ergo, die Türen müssten jetzt offen sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett selbst durcheinander bringe. Wenn es um Organe und all das andere Geärze geht. Du schon wieder. Dich habe ich ganz vergessen. Ich gehe einfach hier rum. Dein Kumpel, der war sowieso... Ein riesen Fan von Johnny Cash, also, wenn du verstehst, was ich meine. Tür ist verschlossen. Ah, Torspannungssymbol. Okay, warte mal, das ist eigentlich, das wäre zu simpel. Come on. Das ist zu simpel. Thought so. Andersrum? Das ist zwar das unsicherste Passwort, was ich jemals gesehen habe. Aber man versucht ja gerne mal alles.
Ja, leck mich fett. Ja, leck mich fett. Wer ist mit Flora? Nicht komplett raus, du Nuss. Wirklich? Jedes Mal? Nee, nicht lollen. Das ist ein Kumpel, das ist das unsicherste Passwort, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ach, geht doch. Das macht das Ganze schon mal ein wenig offener. Aber hierfür brauche ich ein Passwort. Permission denied. Da kommen wir nicht rein. Aber wir haben schon mal eine Sache aufgeschlossen. Müsste der Weg da unten sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. So, so viel dazu. Okay, warte mal, die war das dann nicht. Moment, welche habe ich denn jetzt aufgeschlossen? Kann ich jetzt den Aufzug benutzen? Nee. Oder? Ich versuch's immer zu gern mit dem Try Everything with... Doch, da oben ist jetzt was frei geworden. Die eine Tür war jetzt grau. Nämlich Imsen hier. Spaghetti, Spaghetti. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt voll überzogen schon wieder, aber... Brandgeschosse, nice. Und Farbbänder. Wobei, lass die mal noch mal kurz liegen. Ein großes Farbband? Slide-Dia-Filter. Hi! Alles gut? Ich wollte mich eigentlich anschleichen. Aber offenbar bist du ziemlich anschleichsicher. Okay, ich habe noch Kerosin, so... Nee! Ach komm, du könntest auch ruhig mal... Hier, hab noch ein Messer. How about that? Ich hab mehr als genug von dem Scheiß. Haben wir es jetzt? Zünd ihn an. Dankeschön. Ja, ich bin ein Genie. Wurde in meinem Leben noch nicht einmal von Feuer verletzt, aber ich habe so nötig gehalten, im Feuer zu stehen. Fucks. An Säuberungsabteilung zu HD-Management Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Innerhalb des Faxes ist Vertrauen und schließlich hier allgemeinen Empfänger gerichtet. Vervielfältigung oder Preisgabe. Innerhalb des Faxes an Dritte oder Absender ausdrückliche Untersagen nach der Lektüre des Faxes umgehend zu vernichten. Da hat sich jemand nicht an die, Geschäftsbedingungen gehalten. Er war in den jüngsten Ausbruch des Hebios. Milch war also nicht genommen, daraus geben sich mehrere Probleme. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden mit Typhus infiziert und starben, falls... Ja, das hat man eben hier an dem Kerl gesehen. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher mehr Gefahr, dass unsere Forschung an die Öffentlichkeit da dingt. Entschuldigung, der Maßnahmen zuvorkommen, sind unmittelbar Maßnahmen als erforderlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist da zeitlichen Opfern zu rechnen. Ergo, wenn du hier deinen Arbeitsvertrag unterschreibst, bist du am Arsch. So bedauere ich auch, wo wir sind und erscheinen sich am Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt verhindert, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Übertragungsgerät von Passcodes. Gut, dass ich zwei Modisketten habe, nein. Was ist da denn? In diesem Robusten scheint er was zu geben. Öffnen. Achtung, Explosivgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein... Ach, Tankgerät. Hört ihr das? Ach, das sind die Käfer hier. Okay, da ist eine Dier... Kann ich eine Dierschau mit starten?
Noch mehr davon. Oi. Ja gut, ich würde sagen, wir kümmern uns das nächste Mal, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich jetzt mir die Farbbänder krallen und einmal Backtracking veranstalten und da speichern. Und dann sehen wir uns da denn das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.